Ach, YouTube. Zum neuen E-Book-Reader Tolino Shine gibt es auch eine passende iPad-App mit der iCloud-Anbindung durch die Deutsche Telekom. Die App möchte ich heute mal vorstellen. So, dann wollen wir mal in die App einsteigen, wie man es so von allen anderen Apps auch kennt. Als erstes wird man gefragt, ob man eine Push-Benachrichtigung haben möchte. Das habe ich jetzt hier schon mal übersprungen. Der nächste Schritt ist entsprechend anmelden. Dann kann man auf die Telekom Cloud zugreifen oder kostenlos den Demo-Modus. Den werde ich jetzt mal hier als erstes probieren. Es geht los. Es ist ein Perioden-Roman da. Es ist ein Roman zu einem Computerspiel und noch eine, ich würde mal sagen, es ist eine Zeitschrift. Fangen wir doch mal an mit dem klassischen Perioden-Neo. EPUB-Format, also die ganzen klassischen Formate ohne irgendwelchen Kopierschutz, lassen sich auf diesem Reader gut lesen. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Ich kann, wenn ich den Reader selbst habe, über eine Micro-SD-Karte sogar noch den Speicher erweitern. Das Ding hat mich nur selbst eigentlich 2 GB Speicher. Da habe ich natürlich mit dem iPad hier gut lachen. Ja, die ganzen üblichen Geschichten, so mit Blättern. Das, was man so eigentlich auch erwartet hat, funktioniert ganz normal. Also mit dem Finger wischen und zwar man hat einen Swipe. Mitten auf den Text tippen, dann geht das Menü auf. Das funktioniert übrigens auch an dem Tolino Shine Reader, also dem Hardware-Produkt auch so. Da habe ich mich erst gewundert und dachte, wie kommt man ins Menü? Ist das relativ einfach? Auf den Text tippen, dann erscheint das Menü. Dann kann man natürlich ganz üblich Schriftgrößen einstellen. Das ist übrigens hier eine gesparte Version. In dem Hardware Tolino Shine Reader kann ich hier auch noch Schriftarten auswählen. Das kann ich hier nicht machen. Helligkeit, okay, klar, kann ich rauf und runter regeln. Ich kann das Ganze, ich probiere jetzt mal ein Share mit Twitter. Lass mich mal überraschen, was dann passiert. Okay. Ja, ich habe das nicht entsprechend hinterlegt hier auf dem iPad. Aber man kann sich das jetzt auch denken, was dann passiert. Und eine E-Mail-Nachricht würde dann so aussehen. Ich kann damit also entsprechend das Ganze anderen Leuten vorschlagen. So, dann noch ein Optionsbereich. Aha, okay, ich kann die Farbe entsprechend anpassen. Ich gehe mal auf Sepia. Gut, kann das Ganze wieder auf weiß schalten. Lass mich überreichen, Buchoptik. Weiß. Ah, okay, bei weiß verschwindet rechts und links diese Ränder, die so ein bisschen wie Buchseiten aussehen sollen. Ich kann auch ganz gut ohne leben. Ja, das waren auch schon die Einstellungsmöglichkeiten. Links oben natürlich die Kapitelauswahl. Das ist natürlich bei einer Leseprobe relativ kurz und ich kann ein Lesezeichen setzen. Ja, sparsam, das was man braucht. Ganz oben. Aha. Okay, also, wenn ich aus, so gesehen das mehr Funktionen haben möchte, muss ich mich anmelden. Schauen wir erst noch mal ganz kurz in die Sortierung. Okay, klar, ne? Standardfunktionen, rauf, runter, sortieren. Ich kann Filter geben. Auch es geht sogar E-Magazine. Da bin ich mal gespannt, was denn mal ja gleich alles angeboten wird. Da schauen wir doch auch einfach jetzt mal rein. Das nächste Buch sieht eigentlich auch wie ein Standardbuch aus. Und das hier ist ein Magazin als PDF. Da lasse ich mich überraschen. Das lädt er jetzt runter. Die wenigen Sekunden, bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Bitte warten Sie jetzt immer noch an dem Video. Jetzt gleich soll es weitergehen. Ja. Gott, okay. Ich habe hier ungefähr eine 6 Mbit-Leitung, falls jemand wissen möchte, warum das so lange bei mir dauert. Es soll ja auch Menschen geben in einer 100 Mbit-Leitung. So, und jetzt sehen wir auch schon, dass ein PDF-Magazin jetzt im Querk-Format, passend habe ich das iPad angeordnet, damit man auch es so sieht, wie man jetzt im Landscape-Modus sehen würde. Das finde ich jetzt nicht so gut gelöst. Das liegt aber auch einfach daran, dass dieses hier als Hochkantformat konzipiert ist. Wer da mal was Besseres sehen möchte, dem empfehle ich nur Spektrum direkt die Woche. Das ist von der Auflösung des ganzen iPad-App. Pardon. Das ist in der Auflösung des Magazins für PDF auf dem iPad im Querformat konzipiert. Kann ich nur sehr empfehlen. Erstens vom Inhalt, zweitens von der optischen Aufmachung. Das hier ist definitiv alles als Schriftart zu klein. Wenn die schon eine Leseprobe offiziell beilegen von der Telekom, hätte ich mir an der Stelle was anderes erhofft.